Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge Spore. Letztes Mal war ich ja in der, ich glaube, Zellphase nennt sich das. Und heute machen wir weiter mit der Kreaturenphase. Wir hatten ja zum Ende der letzten Folge unsere Beine bekommen. Und damit können wir jetzt mal die Welt unsicher machen. Ich habe auch damals ziemlich viel rumexperimentiert. Was passiert, wenn man ohne Augen rumläuft, also in der Kreaturenphase? Ja, nicht erstaunlich, man sieht gar nichts. Und mit ohne Füße ist das hier, da robbt man ohne wie ein komisches Teil rum. Also wie ein Wurm. So habe ich jetzt Füße, da ich ja. Man könnte, wenn man ein Pflanzenfresser wäre, könnte man diese Früchte hier aufsammeln und essen. Oh, das geht auch. Ja, es geht ihnen nicht gut, wenn ich Früchte esse, da ich ja ein Fleischfresser bin. Und irgendwie kam es auch wieder raus. Und dann gucken wir mal, ob wir, was wir so für andere Kreaturen finden. Kann sich ja auch hier auf das Fragezeichen zu bewegen. Da sieht man, dass es unbekannte Spezies gibt. Und mal gucken, was die so sagen. Also irgendwie wollen sie nicht mit mir kommunizieren. Achso, nee, das ist Verbündetenruf. Da kann ich natürlich andere Kreaturen aus meiner Spezies rufen, falls ich ein Problem habe. Man sieht hier selber. Oder, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ist schon lange her. Es sieht auf jeden Fall witzig aus. Irgendwas zwischen dem Elch und, ja, so mit den Augen, sage ich mal, wie ein Krebsteil. Aber man kann entscheiden, Freund oder Feind. Man kann es auf jeden Fall angreifen. Ich glaube, ich habe mir so gedacht, dass ich den Agro eher mache. Renn nur weg, du Schisser. Oh, wo ist es hin? Da ist er. Ups. Muss mich erstmal dran gewöhnen. Das bestimmt Jahrzehnte nicht, nein, nicht ganz ein Jahrzehnt nicht gespielt, aber. Ist auf jeden Fall schon. Ich sehe nichts. Warum sehe ich hier nichts? Das hat mir ein bisschen was freigeschaltet. Sehen aus wie andere Füße. Ist genauso wie in der Zellphase hat man auch diese ganzen DNA-Dinge. Aber ich bin zu einem Weg zu einem größeren Gehirn. Mal schauen, ob das denn wirklich so ist. Hier hinten sind noch so Fossile, da findet man auch manchmal ein paar Dinge. Zum Beispiel Greifer, also Arme. Und ja. Ich habe es immer als neutral gespielt, deswegen weiß ich nicht, was passiert, wenn ich hier alles ausrotte, denn ich habe auch versucht, mich mit den anderen zu verbünden. Und angreifen ist auch interessant. Das war auf jeden Fall knapp. Aber zumindest habe ich jetzt was zu essen. Und dann habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Energie. Ich könnte auch noch mal ein paar Pflanzen fressen, aber dann kotzt es hier bloß die Insel voll oder den Kontinent. Gucken, was da hinten so ist. Okay, kann ich auf jeden Fall nicht. Da fehlt mir ein bisschen was zu. Und schlachten einfach mal weiter ab.
Ach doch nicht, das war doch zum um sich befreunden. Gar nicht mehr, wie das geht. Kreaturen habe ich beeindruckt mit meinem großen, wabbeligen Gehirn. So, dann haben wir auch mal ein bisschen was Neutrales gemacht. Man muss ja nicht immer alles abschlachten. Okay. Das kann man scheinbar nur jeweils einmal pro Kreatur machen. Okay. Man kann auch als aggressive Kreatur durch soziale Kontakte ein bisschen, ja, Erfolge erzielen. Was das Ding hier macht. Man kann die nicht eigentlich dann. Jetzt hat es kein. Er sieht ein bisschen angeworfen aus, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall wird er leiden. Wenn er angetippt ist, dann kann er ruhig angetippt sein. Ah, ich lasse mir das hier nicht bieten. Denn ich bin ja auf dem Weg. Ich bin auch zu was Höherem bestimmt, das sagt ja auch schon der Name. Das Übertier. Und dann nehmen wir uns mal einen Happen von dem besiegten Gegner. Ach, das war's schon. Mal gucken, ob ich nicht ein paar, ja, ob ich mich weiterentwickeln kann. In die Richtung. So, jetzt aber. Stampf, Stampf, Stampf. Na, springen ist auch nicht gerade seine Stärke. Na, er kann es, aber es sieht aus wie ein Frosch mit ein paar Hinteraugen. So, das ist ja mein Lager mit den Verbündeten oder mit meiner eigenen Spezies. Und dann gucken wir mal, was wir uns jetzt, wie wir uns ein bisschen verändern können. Der kann auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein Paarungstanz. Aber sie legen auf jeden Fall Eier. Noch ein Ei, warum sind wir zwei? Ja, okay. Also man tanzt und dann kommt ein Ei und dann. Oh, nee, das wollte ich gerade nicht. Habe ich gerade nicht gesehen, weil mein Aufnahmeprogramm da. Okay, ich bin jetzt grundverändert. Ich habe große, coole Augen. Das war ein niedlicheres Schema. Okay. Auf jeden Fall eine neue Fähigkeit, dadurch, dass man das Tier weiterentwickelt hat. Hat man Rammen und Beißen. Und dann versuchen wir das gleich mal mit dem Rammen. Hier ist ja gleich eine ernährende Spezies. Natürlich ein bisschen. Ah, auch ganz ständig messen darf. Das ist auf jeden Fall aggressiv geworden, nachdem ich es angegriffen habe. Nicht sehr verwunderlich. Aber
Wie funktioniert das dann? Noch mehr Arme. Erstmal ein bisschen stärken. Und ich sollte doch nochmal zurückgehen und meinen Aussehen verändern. Also irgendwie müsste man ja anders aussehen. Die meisten Kreaturen sehen ja am Anfang eh immer so aus, wie sie jetzt aussehen. Weil das ist ein grünes Klumpenteil mit Füßen. Und da gibt es die neuen Eier. Ach, da hinten ist auch noch was. Ich sehe gerade, da ist noch was Glitzerndes. Mal schauen, ich bin nicht so der Kreaturenbastler oder so. Designmäßig sieht bei mir alles immer ein bisschen merkwürdig aus. Mal einen längeren Hals und dann noch ein paar Greifer. Gucken, was haben wir denn so für Hände? Sieht irgendwie alles gleich aus. Sieht man das, wenn man es angelegt hat. Und noch vielleicht mal ein paar andere Hände. Vielleicht finden wir ja dazu noch die passenden Füße. Wie sehen denn die aus? Ach, nee, lieber nicht. Machen wir uns mal Entenfüße. Sieht aber irgendwie nicht so schön aus zu den Händen, aber Stacheln müssen wir da nach unten. Vielleicht sollte ich mir auch so eine Stielaugen machen. Oder sowas. Nehmen wir uns mal sowas. Jetzt sehe ich auch aus wie ein Elch. Ein Elch mit komischen Entenfüßen und das erinnert mich an diese Schnabeltier-Debatte. Also es gab, wie hieß der Film, Dogma, glaube ich. Da wurde am Anfang so ein Text eingeblendet, dass Gott auch Humor hätte, ansonsten hätte er das Schnabeltier nicht erfunden. Und dann stand ein weiterer Text dahinter, dass die Leute die Schnabeltiere mögen. Jetzt sieht er aus wie eine Pfeife. Mal sehen. Machen wir das mal ans Ende. Dass die Leute, die Schnabeltiere mögen, sich davon nicht angegriffen fühlen. Ja, dass sie nicht angegriffen gefühlt. Ach, ich hab's heute nicht mit reden. Also die sollten nicht angepisst sein, weil die was über Schnabeltiere geschrieben haben. Weil Schnabeltiere sind auch ein bisschen merkwürdige Kreaturen, also. Es legt Eier, ist ein Säugetier, hat einen Schnabel, aber irgendwie so ein Federkleid. Ich bin mir nicht sicher, ob das wie bei einem Pinguin ist. Aber ist auf jeden Fall irgendeine Mischung, also eine Mischung zwischen diversen Dingen. Ach, nehmen wir uns das mal. Lassen wir uns das. Soll ja so aussehen. Sieht auf jeden Fall ein bisschen weiterentwickelt aus. Nach Millionen von Jahren oder Tausend von Jahren. Das kann ich auf jeden Fall schlagen. Und ich sehe jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiterentwickelt aus. Da hinten war ja noch was Glitzerndes. Mal gucken, was das ist. Ich habe es vorhin zumindest gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ach, in die Richtung. Mal gucken, was das ist. Sehvermögen, also andere Augen. Und ins Wasser sollte man nicht gehen, da Wasser ist böse. Da kommen, glaube ich, große Kreaturen aus dem... Ich kann das mitnehmen. Kommen große Kreaturen und fressen ein. Ist nicht sehr schön. Hier hatten wir doch schon mal Ange. Ich kann doch ihn werfen.
einen Power-Punch. Nochmal ein bisschen Stärke. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein kleiner Krebs, Dino, Schnabel, Elch. Also ich wüsste nicht, wie ich es definieren sollte. Aber ich glaube, das können wir auch, aber das können wir uns auch nicht definieren. Mit diesem Gestrüpp auf dem Kopf und so weiter alles. Ist halt immer an sich Sache. Okay, da ist noch eine Spezies. Und die können fliegen, weil sie Flügel haben. Specials gefunden. Nicht essen, nicht essen. Ne? Nicht wieder Obst essen. Da wird ihn nur schlecht von. Gucke ich nicht mal auf. Gucke ich mal, ob die mit mir interagieren. Verbal. Wir sind, glaube ich, nicht auf der gleichen Wellenlänge. Nee. Jetzt kann ich mit dem kleineren interagieren. Also ich bin jetzt scheinbar nicht intelligent genug. Aber gegen die zu kämpfen wäre auch sinnlos, weil die ein paar mehr Lebenspunkte haben als ich. Ach Mensch, es würde so viel zu essen geben, wenn ich ein bisschen was Pflanzliches essen könnte. Und hier ist noch was. Was mit mir. Ach nee, die ist flüchtig von mir. Okay. Wenn man nicht mit mir reden will. Doch. Und da wächst die kleine Abstandsschädel. Freut sich auf jeden Fall. Ich bin ein wenig schlauer geworden. Wenn das so einfach wäre. Ups. Ah. Gucken, ob ich noch. Man kann auf jeden Fall auf verschiedene Arten irgendwie weiterkommen, also in manchen Phasen kann man die Leute auch beeindrucken mit denen, die man hat. Also es sind auf jeden Fall immer mehrere Spezies, bin mir gar nicht sicher, die weiterkommen können. Das ist halt, ja, so wie der Homo sapiens und der Neandertaler teilweise nebeneinander existiert haben. Und es geht halt immer so weiter, bis man halt eh der Herrscher über seinen Planeten ist. Und dann kann man auch mit anderen interagieren, dass Leute sich miteinander verbünden oder ja. So, dann war's das mit der zweiten Folge Spore. Er schaut hier rum. Ah, es legt ein Ei. Gut, dann war's das mit der zweiten Folge. Lasst ein Abo da oder
was auch immer ihr wollt, Daumen rauf, Daumen runter, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge zu zweit verpeilt, Angelus Solo, ins Spore. Haut rein!